und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und herzlich willkommen zu einem Video, das ich heute mal drehe, weil ich einfach finde, dass sich das besser anhört als die Geschichte, die ich sonst zu erzählen hätte. Und die will ich eigentlich auch gar nicht mehr dran denken. Gut. Also, ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, die ich bis jetzt dreimal erlebt habe. Und die wir jetzt seit dem 30. September. Entschuldigt, heute ist Leo um mich herum. Also falls ich etwas abgelenkt bin, tut es mir leid. Aber er ist halt sogar aus zwei Beinen, aus vier Beinen. So Zucker kann er ja nicht sein, wenn man ein zerrissenes T-Shirt sieht. Ja, gut. Aber er zernagt nur dieses. Das möchte ich ihm zugute halten. Gut, es geht um Folgendes. Irgendwann, wenn du dir männliche Hasen zulegst, kommen auch die in die Pubertät. Und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo sie dir fast vom Hocker runterfliegen und du noch daneben hockst und die ganze Zeit wegstehst, guckst nach dem Motto, hoffentlich fliegt der da jetzt nicht runter. Und irgendwann kommt auch der Moment, wo die Hasen anfangen, ihren ersten Frühling zu erleben. Wunderbar. Ja. Und ja, das ist dann so. Also bei mir war es so, mein erster Hase war der Chip. Also er hieß Chippy, aber ich habe ihn meistens Chip-Chop genannt oder Chip. Und dann war es so, dass ich eines Tages auf dem Klo saß. Entschuldigt, aber es ist nun mal die Story. Und der hat immer so gerne mit der Hand gespielt, da hast du immer so machen können und dann hat er eben die Hand geschnuppert und das war alles. Und dann urplötzlich hat der dann angefangen, wenn ich die Hand so hingestreckt habe, ist der um meine Hand rumgerannt. Das fand ich erst total cool und war total begeistert und dachte mir, wow, er hat einen neuen Trick gelernt. Und dann irgendwann war es so, entschuldigt, dass ich das eben, das ging so zwei, drei Tage und dann nach dem dritten, vierten Tag, urplötzlich hat er dann versucht, meine Hand zu schnappen etwas. Da habe ich mir so gedacht, Und dann am vierten, fünften Tag ist dann hat er dann meine Hand begattet. So, also der hat sich dann da so richtig reingebissen und und ich weiß noch, dass ich dann mit dieser klitschnassen Hand da saß und dann die einzige Reaktion, die mir in diesem Moment eingefallen war, war zu schreien, Mama! Aber, was ich an dieser Stelle zu meinem Vorteil sagen muss, ist, er hat sie auch erwischt. Verdammt. Also er hat uns beide erwischt. Mama hat aber wollten dann fangen und dann hat er sie auch noch erwischt. Ja. Dann, also er war auch, ich glaube, so bevor, also die Tage davor war er immer total überdreht, also richtig überdreht. Du konntest den kaum dazu bringen, dass er mal ein bisschen rumgesessen ist, sondern er war immer so, der war immer auf 180 gefühlt und hat irgendwie, wenn du den durch den Stall, also wirklich anfangs, als er zu uns kam, so als Kleiner, war er ja ein echt ruhiger. Und dann urplötzlich ist der so ein Wildfang geworden, dass wir gedacht haben, hui. Ja, und noch ein Wildfang. Und dann war es so, nachdem, ich möchte jetzt das Wort nicht aussprechen, weil er ist anwesend und bei ihm ist es an diesem Freitag so spät. Nachdem kam, war es dann so, dass er, ist der Chip wirklich so vom Charakter her gewesen, wie so ein Kiffer. Anders kann ich es nicht begreiflich machen, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass wenn der, egal was um den rum war, dass seine Antwort so war, ja, ich fresse erst noch. Und dann, der war dann so träge manchmal, also wirklich, ja, der war dann auch ein sehr ruhiger und ausgeglichener und ja. Dieses Ereignis passiert ist bei ihm mit circa 6 Monaten. Ja,
schon auf, dein Spielzeug immer kaputt machen zu müssen, kleiner Mann. Entschuldigt. Bei ihm ist es dann so mit 6 Monaten, fast schon 7, ne? Der war ein sehr Spätzünder, also Chip war ein Spätzünder. Und ja, dann, als der Chip, sagen wir mal, 2 Jahre alt war, habe ich mir ja dann irgendwann, ist dann unser kleiner Schnuffel zu uns gekommen. Der Name, den hat er bekommen, weil er ständig an mir rumgeschnuppelt hat, die ganze Zeit, als ich ihn die ersten Stunden hatte. Der hat nichts anderes gemacht als... Und deswegen haben wir den dann Schnuffel genannt. Und bei Schnuffel waren wir dann schon drauf gefasst, dass da was passieren könnte. Ja, man glaubt ja, ja, es wird noch peinlich, es wird noch peinlich, das glaubt, kann ich mir glauben. Weil es war dann so, beim Schnuffel bin ich davon ausgegangen, irgendwann kommt der Moment, wo er diesen, wo ihn auch der Hafer sticht, der Frühling kommt und er anfangen will, einen zu begatten. Und so habe ich dann immer auf die Zeichen geachtet und habe die ganze Zeit eigentlich immer mal wieder so mit den Händen geguckt, ob er schon das macht. Jetzt ist Schnuffel ein total mieser Sack gewesen, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal kurz erwähnen, und hat einfach sich geweigert, sich im Kreis zu drehen, weil er ein Faulpelz war, und hat mich dann ganz kalt erwischt. Ich wollte ein Stück Zehwa aufheben oder irgendwas, und urplötzlich sitze ich wieder mit dieser klatschnassen Hand da und schreie auf 9. Mama! Es war echt unfair, weil er keine Vorzeichen gegeben hat. Aber der Schnuff war als es bei ihm so war, da war er 6 Monate genau. Da bin ich mir echt sicher, dass der Schnuffel mit genau 6 Monaten dann den Frühling gepackt hat. Und das Ding ist, die fangen dann auch an, die Sachen zu zerlegen und mit allem zu kämpfen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und nehmen alles als Kampfpartnerin. Und jetzt kommen wir zur Geschichte, die nochmal, also auf jeden Fall, und dann, als er dann bei ihm war, war es dann so, dass der kleine Schnuffel, der ist dann total ängstlich geworden. Also der war anfangs war er neugierig, wild und ein bisschen verwegen, und danach war er dann schon fast so ein bisschen ängstlich. Also der war dann ein bisschen ängstlich und war auch immer sehr, sehr kontaktnah. Also der wollte dann immer, dass man ihn schützt. Und ja, und jetzt kommen wir zum letzten der Hasen, aber da kann ich euch noch nicht sagen, wie es wird danach, weil es noch bevorsteht. Wir sind jetzt bei Leo. Und wie ich schon gesagt habe, am 30. September hat sich Folgendes ereignet am Abend. Meine Mom und ich saßen wie jeden Abend hier im Gang und haben Leo rennen lassen. Und dann hat er angefangen, in der Zeitung zu wühlen, so wie jetzt auch, und hat rumgemacht und getan. Und irgendwann ist es dann plötzlich so ganz ruhig geworden. Also wirklich, ne? So richtig hier grabe Stille herrschte dann plötzlich. Hat meine Mutter so zu mir gemeint, geh mal gucken, was der macht. Und dann bin ich da so hingegangen. Und ein Satz, den ich zu meiner Mutter immer gesagt habe, seit ich Leo hatte, war, Mama, ich glaube, Leo wird in dem Punkt frühreif sein. Das war immer so ein Satz, den ich gesagt habe. Und ich habe auch zu meiner Mama gesagt, Mama, ich glaube, bei dem ist es dann Anfang Oktober schon soweit. Da können wir nicht warten bis Ende Oktober. Und dann war es im September, also noch 4 Monate alt war, möchte ich betonen, wird es vor dem 5. Heute wird er, also gestern ist er genau 5 Monate alt geworden. Und dann war es auf jeden Fall so, es war ruhig, wir dachten so, dann gehe ich nach da so, gehe ich hin, krabbel halt so hin und guck mal, dann sehe ich diesen riesengroßen weißen Fleck auf unserem Teppich und denke mir so, nein, das ist noch schlimmer gekommen. Ich habe den Fleck gesehen und habe noch so gehofft, vielleicht ist das ja einfach nur noch ein alter Fleck von einem alten Hasen. Und habe Nein gefasst und dann war der nass. Und dann habe ich zu meiner Mutter habe ich so reingefasst, habe die Hände wieder hoch. Mom, ich glaube, ich kann dir mit Freude berichten, ich habe recht gehabt. Leo ist frühreif. Ne, so. Und dann, auf jeden Fall hat er eine Klorolle begattet. Er ist der Erste, der
Gegner so charmant war, mich meine Mutter unter mich zu nehmen. Er erwählte eine Klorolle und dann am Tag drauf war das Streu begattet. Aber ich fand es schon sehr charmant, dass er nicht uns gewählt hat. Ja, da ich jetzt gerade höre, dass er schon wieder bei den Klorollen ist und er da irgendwie einen Fetisch hat, das will ich anmerken, muss ich jetzt meinen Winkler am Klo rollen, das möchte man bemerken, muss ich jetzt hier dieses Video beenden und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich werde euch auf jeden Fall am Freitag gegen Mittag auf dem Laufenden halten, wie es Leo geht, weil um 8 Uhr morgens ist es bei ihm soweit. Drückt ihm die Daumen, dass es alles gut wird. Wahrscheinlich wird er dann auf jeden Fall viel ruhiger, weil jetzt ist er gerade echt ein hyperaktives, fluorides Sondergleichen. Und vor allem nachts dreht er auf. Das ist schrecklich. Ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Hasen hattet. Oder ob ihr schon mal Hasen begattet wurde. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die Bell. Bell schon trinkt meine Adler.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.